Die Eltern-Kind-Beziehung hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir uns in unserem Erwachsenenleben verhalten. Ist jemand in einem emotionalen, kühlen Elternhaus aufgewachsen, in dem er wenig Liebe, Unterstützung und Sicherheit erfahren hat, so hat das Einfluss auf das spätere Leben als Erwachsener. In unserem heutigen Video stellen wir dir 6 typische Verhaltensweisen vor, die auf eine ungesunde und unglückliche Kindheit zurückgeführt werden können. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Kommen wir nun zu den 6 möglichen Folgen einer emotional ungesunden Kindheit. Nummer 1. Geringes Selbstwertgefühl. Es gibt viele Faktoren, die sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken können. Neben traumatischen Erlebnissen ist einer der wesentlichen Faktoren einer schlechten Eltern-Kind-Beziehung, die oft von Misstrauen geprägt ist. In dieser Beziehung zu den Eltern darf das Kind sich nicht ausprobieren, Grenzüberschreitungen werden gerügt und bestraft. Das Kind wird nicht unterstützt und nicht wertgeschätzt. Es erfährt im täglichen Umgang mit den Eltern, dass es nichts richtig machen kann. Schaffen Eltern ein derart schlechtes Umfeld, so wird das nachhaltige, negative Auswirkungen auf das kindliche Selbstwertgefühl haben. Das negative oder fehlende Selbstwertgefühl muss dann im Erwachsenenleben mühevoll erarbeitet werden. Nummer 2. Zu selbstkritisch sein. Kennst du jemanden, der sich selbst als größten Kritiker bezeichnet? Jemand, bei dem im Leben immer alles glatt läuft und der trotzdem unzufrieden mit sich und seinen Leistungen ist? Auch dies kann auf eine emotional schwierige Kindheit hindeuten. Dieser Umstand äußert sich oft dann, wenn Kinder sehr häufig die Schuld für alle möglichen Dinge bekommen haben. Denn sie übernehmen Schuldzuweisungen der Eltern ungefiltert und fühlen sich tatsächlich verantwortlich. Die Neigung, für alles die Schuld zu übernehmen, lässt einem im späteren Leben nicht mehr los. Für jedes kleine Detail, das im Leben schiefgehen mag, wird die Verantwortung übernommen. Das können sogar Dinge sein, die außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegen. Typische Sätze sind: Nur weil du so laut bist, habe ich heute Kopfschmerzen. Schon wieder bist du gewachsen und benötigst neue Kleidung. Woher soll ich das Geld dafür nehmen? Siehst du, nur weil du unbedingt ins Schwimmbad wolltest, haben wir nun eine Erkältung. Nummer 3. Schwierigkeiten, eigene Gefühle auszudrücken. Emotionale Vernachlässigung, die Kinder erleben, äußert sich im Erwachsenenleben in der Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken. Starke Gefühle wie zum Beispiel Traurigkeit werden entweder unterdrückt oder mit einer oft überzogenen Handlung überdeckt. Für die kindliche Entwicklung ist es wichtig, dass das Kind einen geschützten Raum hat, in dem es seine Gefühle ausdrücken kann, ohne dafür Ablehnung, Kritik oder gar Nichtbeachtung zu erfahren. Kinder denken und transportieren dieses Gedankengut in ihr Erwachsenenleben. Sie denken dann, kein Recht auf bestimmte Gefühle zu haben, beziehungsweise dass niemand an ihren Gefühlen interessiert ist. Im Erwachsenenalter kann es somit passieren, dass Betroffene sich wie taub fühlen, wenn sie ein heftiges Gefühl überkommt. Sie wissen oft nicht, was sie mit diesem Gefühl anfangen sollen. Ebenso gefühlskalt empfinden sie es selbst dann, wenn etwas sehr Schlimmes in ihrem Umfeld passiert. In der Kindheit wurden Betroffene oft mit folgenden Sätzen ihrer Eltern konfrontiert: Stell dich nicht so an, hör auf zu heulen oder komm wieder, wenn deine Wut verraucht ist. Nummer 4. Probleme mit Ablehnung haben. Ablehnung und Misserfolge gehören zum Leben dazu. Nur den wenigsten Menschen gelingt es, mit Ablehnung positiv oder neutral umzugehen. Oft kann beobachtet werden, dass Menschen eine so große Angst vor Ablehnung aufgebaut haben, dass sie sich selbst im Weg stehen. Sie lassen es zum Beispiel aus, sich auf interessante Arbeitsplätze zu bewerben, nur weil sie Angst vor einer Absage haben. Im späteren Leben verpassen emotional vernachlässigte Kinder viele Chancen, weil sie sich im Vorfeld eine Ablehnung ausgemalt haben und davon zu geschockt sind. Sie haben sehr wahrscheinlich in der Kindheit häufig Ablehnung erfahren und es wurden Erwartungen an sie gestellt, die sie nicht erfüllen konnten. Ablehnung durch die Eltern ist eine der prägendsten negativen Erfahrungen.
Sie führt fast immer dazu, dass Menschen im Erwachsenenalter eine irrationale Angst vor Ablehnung entwickeln. Beispiele, die zu Problemen im Umgang mit Ablehnung im Erwachsenenalter führen können, sind: Kaum hat das Kind eine Fähigkeit erlernt und war stolz auf diese, fordern die Eltern eine noch bessere Leistung, ohne dass die bisherige Leistung gewürdigt wurde. Oder das Kind wollte den Eltern etwas zeigen und diese schicken sie aus Mangel an Interesse weg oder kritisieren gar die Leistung. Nummer 5. Probleme, Vertrauen aufzubauen. Menschen, die eine emotional ungesunde Kindheit erfahren haben, fällt es schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Sie wittern überall Vertrauensbrüche und sind davon überzeugt, dass Menschen ihnen nicht das geben, was sie versprechen. Oft denken sie, andere sind nur freundlich zu ihnen, weil man das eben so macht. Solche und ähnliche Gedanken zeigen einen deutlichen Mangel an Vertrauen. Ein solches Vertrauen ist für gewöhnlich auf Kindheitserlebnisse zurückzuführen. Die Eltern waren vermutlich nicht in der Lage, dem Kind die notwendige Sicherheit und Unterstützung zu geben, die es benötigt. Enttäuschungen und Verletzungen, die Kinder dadurch erfahren, graben sich in die Seele ein und lassen sich im Umgang mit anderen nicht beiseite schieben. Ein typisches Beispiel hierfür ist folgendes Szenario. Das Kind hat eine schlechte Schulnote bekommen, statt es zu trösten, wird es mit dieser Enttäuschung von den Eltern allein gelassen. Nummer 6. Ungesunde Beziehungen eingehen. Die erste Beziehung unseres Lebens ist die Beziehung zu unseren Eltern. In der kindlichen Entwicklung gehen wir davon aus, dass alle Beziehungen, die Menschen miteinander eingehen, genauso sind wie die, die wir mit unseren Eltern hatten. Wir können uns im späteren Leben nicht vorstellen, dass die Beziehung schlecht gewesen ist und dass Beziehungen auch anders gestaltet sein könnten. Es verwundert daher nicht, dass die Beziehungen, die man als Erwachsener lebt, genau die Beziehung ist, die man zu seinen Eltern hatte. Es ist fast so, als würde man in den Spiegel seiner Vergangenheit schauen. Frühkindliche Erfahrungen sind somit oft der Grund, warum viele Menschen von einer toxischen Beziehung in die nächste taumeln. Unser heutiges Fazit: Eine emotional belastende Kindheit überträgt sich ins Erwachsenenalter und macht sich durch bestimmte Verhaltensmuster bemerkbar. Etwa durch ein fehlendes Selbstbewusstsein oder zu hoher Selbstkritik. Wer diese Verhaltensweisen an sich erkennt und hinterfragt, versteht ihre Entstehung. Das kann ein erster Schritt zu einer Genesung sein. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.